Hallo, heute gibt es ein Video von mir. Closy Box ist angekommen. Ich hatte mir die ja zu Weihnachten selber geschenkt, aber ich blöde habe so ein Abo abgeschlossen. Jetzt habe ich noch eine gekriegt und habe dann jetzt gleich gekündigt. Also das war dann auch die letzte. Ich mache sie jetzt mit euch zusammen auf. Das ist mal ein schönes Rosa. Und bin echt gespannt, was drin ist. Werbungszeugs. So, wieder so eine schöne Schleife und so eine Erklärung, glaube ich, was da alles drin ist. Werde ich mir jetzt natürlich nicht angucken. Will es nicht kaputt machen? Oh, doch. So, 10% Rabatt für Abonnenten. Ja, für Lavera Body Lotions. Gucke ich mir in Ruhe an. Ah, ich sehe schon was. Schatz. Farbveredelungsfluid zum Ausspülen von L'Oreal. Nee, doch, von L'Oreal Evital. Das ist cool für koloriertes, getöntes oder gesträhntes Haar. Haut ja hin, ne? Ich färbe ja. Cool. Farbveredelungsfluid. Nee, gut, bei Schwarz ist das jetzt noch nicht so schlimm, aber bei roten Haaren oder so Strähnchen oder so, so ein braun, blond, rot finde ich ja auch schön. Ist das bestimmt cool. Das ist auch eine relativ große, 200 Milliliter. Cool, freue ich mich. Dann hat man hier drinne Naturkosmetik Repair Maske mit Buchenknospenextrakt und naturreiner Heilerde von Lovas. Keine Ahnung. Wirkt festigend und straffend. Oh ja, heute erst drüber geredet, dass ich hier so Hängewangen habe, so Boxerwangen. Keine Ahnung, das ist, weil meine Haut einfach schlaff ist. Das finde ich cool. Die probiere ich auf jeden Fall aus. Dann, ach, wie passend. Lavera, ein Körperfluid. Pink Energy. Grapefruit und Pink Pepper. Cool. Oh, sehr fruchtig. Also ich glaube, die lasse ich noch ein bisschen liegen bis zum Sommer, weil jetzt ist auch eine LE steht hier oben. Pflegt und kühlt die Haut. Also riechen tut es lecker, aber sehr, sehr, sehr fruchtig. Das sind 150 Milliliter. Was haben wir hier? Skincare von Monu. Aprikos, Hazel und Rosewort. Also das ist Aprikose, Nuss und Rosenwasser. After Cleaning and Tonning. Okay, das muss ich irgendwie in Händen massieren, nach dem Reinigen. Boah. Ich rieche Aprikose gar nicht. Nee, das ist nicht meins. Das riecht. Bäh. Ah, nur noch zwei Sachen. Hier haben wir von. Ja, von wem ist das? Was ist das? Nail Treatment, okay. Ein Unterlack, glaube ich, so verstehe ich es. Okay, jetzt nehme ich mir doch mal das Heft hier. Also. Dieses. Eklige ist für die Haut, ne, für frische Haut, absolut eine Gülle für gepflegte Nägel als Unternack oder Solo. Okay, also das probiere ich auf jeden Fall aus. Das ist so ein mit Vitamin E. So eine nicht so durchsichtig, sondern so cremig. Das ist cool. Gut, dann habe ich hier noch ein Concealer. Guck mal, das ist geil. So eine ganz helle Farbe, zwei dunklere und eine ganz dunkle. Von So Susan kenne ich auch nicht. Das ist cool.
Weil ich habe jetzt von Manhattan so einen Karo-Stick, der ist fast alle. Und da hätte ich mir dann jetzt was Neues geholt, aber das probiere ich auf jeden Fall aus. Cool. Alle. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie die erste. Also das ist definitiv cool. Ich glaube, das ist auch relativ teuer. Die Bodylotion, wie gesagt, die bleibt noch ein bisschen stehen. Obwohl, so schlecht ist es nicht. Das ist hier so eine festigend und straffend. Hallo, freue ich mich wie Bolle. Der Nagellack, Unterlack, das Zeug stinkt. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Ich werde es probieren, ne? Wenn's, vielleicht ist es ja auf der Haut ganz erträglich. Der ist auch cool und das ist auch cool. Also eigentlich war so cool, ja. Die Box kann man nicht da. Hier 20 Euro für so eine HelloFresh Box, das hatte ich schon mal irgendwie drin und wollte es eigentlich mal probieren und dann ist es wohl irgendwie ist es abhanden gekommen. Also das ist toll. Wellnessgutschein für 20 Euro. Wann soll ich Wellness machen? Und diese 10% für Klossi-Abonnenten. Bodylotions, Rabatt. Ja, schön. Also die Box, die ist auf jeden Fall auch schön. Die kommt in Piechens Zimmer, schön rosa. Sieht man ja von der Seite nicht, dass das die Klossi-Box ist. Da kann man auch ein paar Sachen aufbewahren. Cool. Ja, das wird dann jetzt für lange Zeit meine letzte hier gewesen sein, ne? Ich überlege, ob ich mal die Pinkbox teste, aber mein Auto ist ja jetzt kaputt gegangen und da muss ich jetzt erstmal für andere Sachen sparen. Genau, jetzt hole ich mein Mädchen aus der Kita ab und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.